Hey, was ist los mit dir? Ich muss doch erstmal das eine Thema abhaken und dann auf das andere Thema hinaus. Ja, wie gesagt, ihr macht irgendwie Stress, dass eure Kran repariert werden und keiner redet mit mir, von daher sucht euch eine andere Werkstatt. Du, pass mal auf, du brauchst hier nicht den Obermacker spielen, du brauchst hier nicht so cool machen und du brauchst auch vor allem nicht eingeschnappt sein. Ich sag zu dir, du stehst mit dem anderen Kollegen da mitten auf dem Hof, dann kommt ihr beide auf mich zugerannt. Dann fängt er an zu reden und erzählt mir irgendwas von Ronny und Kalle. Dann ist doch erstens klar, dass ich denke, dass ihr zusammengehört, okay? Und abgesehen davon muss ich doch wohl das erste Thema abhaken, um überhaupt das zweite Thema in Angriff zu nehmen. Deine Kollegen drinnen haben mir schon gesagt gehabt, dass sie zu tun haben. Und wir sollen warten. Wer hat's gesagt? Ja, ich weiß nicht. Irgendeiner, der da drinnen beschäftigt ist. Okay, weiß ich nichts davon. Mir wurde gesagt, dass ihr Stress macht und dass ich vorbeikommen soll. Hey, wir machen doch gar keinen Stress. Tja, lass bitte mich das regeln. Also bitte, auf jeden Fall, klär das, bitte. Sattnand? Ja? Wir haben ein kleines Problem. Womit? Der Herr sagt, entweder er ruft die Polizei oder wir verpissen uns. Wer sagt das? Ach du Scheiße, Mann. Der Besitzer der Werkstatt. Gut. Hey Jungs, ich hab euch, bleibt hier, ich denke vor euch der Knast, Mann. Du Hund! Ich fick dich und deine Werkstatt. Scheiß darauf. Fürst Sattnan, meine Exzellenz, Ali? Eure Majestät. Ich möchte jetzt, dass du hier auf dem Ammunition kommst. Ich komme da gleich hin. Ich soll Ihnen sagen, diese Herren droppen gerade eine Ansage in ihre Richtung. Eure Exzellenz, ich regel das. Mhm. Nein, wie viele Mann sind das? Im Moment sind es 2 Leute. Gut, ich komme da jetzt. Aber irgendwie. Okay. Gut, bis gleich. Hochachtungsvoll, Eure Exzellenz. Bis gleich. Tschüss. Los geht's. Meiner Majestät, Ihnen den Vortrag weiter. Steig ein, du Fotze, oder ich knall dich nieder. Nimm die Hände hoch. Sofort, du Fotze. Nimm die Hände hoch und sag keinen Wort. Du steigst jetzt sofort in das Auto ein, sonst fick ich dich. Das macht ihr jetzt, weil wir jetzt zu zweit sind. Machst du das oder nicht? Machst du das oder nicht? Steig in das verfickte Auto ein! Sofort in das Auto einsteigen, du Fotze! Nein, du nicht. Jalla in das Auto rein, bevor ich die ficke! Die gehörten zu... Oh mein... Eure Exzellenz, die gehören zu zweit. Ich bin dafür, den zweiten nehmen wir auch mit. Der kommt auch mit. Laufende Film. Der kommt in dem anderen Auto mit, jalla! Ja, hallo? Und du auch, Digga, deine Waffe! Alle Kommunikationsmittel übergibst du ihm. Du hast eine Waffe, scheiß mich nicht an, Mann! Ich hab noch nicht mal eine Waffe, Alter. Hast du eine Waffe? Oh. Gut. So, jetzt steigst du wieder ein, du Fotze. Sattnan, und du da. Ja. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Alle Bullen suchen uns, weil da ein Bulle vor der Werkstatt war. Ich fick wir den Bulle auch. GmbH. Dann kommst du zu deiner Werkstatt, denkst, dass wir Stress machen. Angenommen, wir hätten Stress gemacht, wäre es ja okay gewesen. Du hast aber allerdings gesehen, dass wir keinen Stress machen, weder Waffen draußen haben, weder irgendeiner laut redet. Ganz im Gegenteil, wir höflich darum fragen, ob das Tor aufgeschlossen werden kann und allem drum und dran. Ja, da kommst du mir von der Seite und babbelst mich dich und machst auf eingeschnappt, wie die Fotze damals, die unbedingt gebabbert werden wollte, als sie auf Nase war, aber ich ihr nicht geben wollte. Hä? Und sagst du mir, ja, also ich hab hier gewartet. Ja, und wenn jetzt keiner mir antworten braucht, ja? Und Obacht, ich bin der Besitzer vom LSC. Und wenn ich rede, muss mir hier jeder zuhören, ja? Und wenn ich hier bin, dann muss auch jeder seine Aufmerksamkeit mir schenken. Mir gehört das LSC. Und wir haben 2 Filialen in der Stadt. Und wenn du in 2 Filialen ein Hausverbot hast, dann wird dein Leben schwieriger, indem du zu Paleto Bay musst. Ja? So, ich spuck darauf, okay? So, und du hast jetzt bei mir in der Bude Hausverbot. Weißt du was? Ihr seid 100% so eine faulen Leute, die gar nicht nach Paleto Bay können. Wir sind auch auf den Kopf gefallen, wir haben keine Autos, wir können nicht nach Paleto Bay und wir sind ja so behindert und bauen jeden zweiten Tag einen Unfall, dass wir unbedingt einen Mechaniker bei uns in der Nähe brauchen. Ich spuck auf deine Werkstatt, du Hund! Eure hoheitliche Exzellenz, wir werden gejagt. Also meine EKG-Werte sind, glaube ich, gut, du. Da hast du ein bisschen mehr Ahnung als ich. Also, der kleine Herzschlag ist 79, der große 98. Irgendwie. Was? Es gibt keinen kleinen und großen Herzschlag, meine Fresse.
Ja, dann steht hier 79 und darunter ist irgendwas Großes, da steht 98. Ja gut, es gibt einmal den systolischen, einmal den diastolischen Wert und einmal den Puls, Eure Exzellenz. Gut, dann sind wir hier gerade bei dem Essen. Du, hat das Grüne was zu bedeuten? Wahrscheinlich, dass es sich im grünen Rahmen bewegt. Okay. Dann gibt es hier nochmal irgendwas mit... Irgendwas Eure hoheitliche mit Exzellenz, darf ich fragen, ob... Irgendwas mit Rot, Rot, Eure Rot, Exzellenz, Rot. Eure Exzellenz! Ja? Unterbrechen Sie mich nicht. Entschuldige. Darf ich fragen, Eure hoheitliche Exzellenz, ja? Ob das neben der 79, haben Sie da Kringelchen? Kringelchen? So eine QRS-Welle. Die Q-Welle ist die erste vor dem Herzschlag, dann kommt der Schlag selbst und dann kommt die S-Welle. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, hier steht einmal 79... Einmal 98. Eure Exzellenz, Sie wissen doch, dieses Tattoo, was sich... Eure Exzellenz, jetzt hör mir zu, Schabern. Ja. Sie wissen doch, bitte verzeihen Sie, Eure hoheitliche Exzellenz. Ja, bitte. Sie wissen doch mit Sicherheit, dieses Tattoo, welches sich die jungen Mädchen heute alle stechen lassen, mit dem Pulsschlag. Richtig. Das nennt man eine QRS-Welle. Hä? Dann gibt es einmal die Q-Welle, dann gibt es die... R-Welle, die ist hoch, und dann gibt es die S-Welle. Nochmal eine Welle nach der hohen Welle. Das ist die QRS-Welle. Das ist der Puls. Ja? Dann würde ich sagen, der ist 79. Dann gibt es noch einmal die Sauerstoffsättigung im Blut. Ja? Wie viel gibt man die an? Bitte? Nee, die muss immer am besten über 95 sein. Ah, das ist bei mir 98. Na, perfekt. Und dann gibt es nochmal den Blutdruck, den systolischen und diastolischen Wert. Nun, der liegt bei 123:82. Optimal. Besser kann es nicht sein. Ehrlich? Sie sind topfit. Ich glaube, Sie werden 700 Jahre alt, Eure Exzellenz. Ist es dein Ernst? Ich freue mich gerade nur. Okay. Also, und dann gibt es hier noch irgendwas anderes, Ronny. Das ist bei 123:82. Das ist Ihr Blutdruck, verdammte Scheiße. Wie oft soll ich das noch sagen? Und der ist optimal. 120:80 ist ein Wert, den haben nicht mal Teenager. Da können Sie sich glücklich mitschätzen. Ich glaube, das Ding da unten, das funktioniert noch ganz gut. Okay, Herr Professor Dr. Ronny, ich verstehe. Sie müssen wissen, Ihr Penis ist immer die Antenne Ihres Herzens. Ernsthaft? Mhm. Das läuft bei mir eigentlich immer ziemlich gut, du. Ja, dann brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen, Eure hoheitliche Exzellenz. Okay. Nun, man könnte doch tiefer noch in die Materie gehen, allerdings. Ja, da ist noch ein Wert. 25:10. Wow. 25:10. Ja. Was ist das denn für ein Wert? Eure Exzellenz, diesen Wert kann ich Ihnen gerade so am Telefon nicht sagen. Da müsste ich das selber einmal sehen. Am besten, Sie fotografieren das einmal und lassen es mir zukommen. Okay, mache ich. Eure Exzellenz, ein Privatzimmer haben wir für Sie hergestellt. Eure hoheitliche Exzellenz, fehlt es Ihnen an irgendetwas? Sie als Privatpatient sollten hier nun eine bevorzugte Behandlung bekommen. Nun ja, ich muss echt sagen, also Herr Konziliere, das Mittagessen hier hat mir nicht ganz gefallen. Deshalb habe ich das auch, also so leid es mir tut und Alhamdulillah, aber es ist mir zu wenig gewesen. Ich habe eher ein bisschen Lust auf was Deftiges bekommen. Weißt du, was ich meine? Mir fehlt's, glaube ich, an Fetten. Things that I say.